Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir mit dem Backtracken unbedingt, aber wir haben auf jeden Fall wirklich so ziemlich alles in der ersten Welt geschafft, was wir machen können. Unseres Wissens nach zumindest. Das ist auch das, was oben links steht, ja, aber wir haben nicht genug Sparks. Deswegen. Ja, das kann man ja deswegen. Da wir uns jetzt auf in die zweite Welt machen, aber ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt und allgemein unser Kanal, deswegen abonniert gerne. Und ja, machen wir uns kurz eine Videobeschreibung. Wir haben geile Animationen. Unterstützt das gerne. Joint dort. Wir sind jederzeit bereit. Und wir sind bereit für die zweite Welt. Und die wird wahrscheinlich noch größer und krasser und. Nicht mehr so viel Tutorial und mal gucken. Mal gucken, was jetzt auf für Dialoge kommt. Ah, da steht's. Siehst du, wir haben fast alles. Kannst du da auch draufklicken gleich nochmal? Auf die erste Welt? Da steht sogar, dass da Level 1 bis 9, beim anderen ist es dann. Ja, Triple Y. Ah, da steht's. Siehst du, eine Sache fehlt. Ja, easy. Und das ist halt die, die wir nicht machen können. Geil, dann haben wir ja alles. Nein, falscher Knopf. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Aber tatsächlich gucken wir mal, ob wir 100% an, weil ich habe schon den Sachen gehört. Aber ich würde sagen, fliegen in den Weltraum. Wir befinden uns im Landeanflug auf Flockenbrocken. Nichts wärmt das Herz und weckt die Sinne mehr als seine schneebedeckten Gipfel. Und die Becher voller heißer Schokolade, mit denen auf beschwingten Fondue-Partys in freier Natur angestoßen werden kann. Die Atmosphärenscans deuten auf einen Temperatursturz hin. Es ist jetzt eine vereiste, finsterzeit verseuchte Einöde. In der Eishöhlen voller Gefahren beim typischen Aufstieg in den schroffen Bergen nur wenig Schutz bieten. Außerdem sind Fondue-Töpfe äußerst schwer zu reinigen und eine der Hauptursachen für schwere Verbrennungen. Das ist wahr. Ach, schön. Ich weiß schon, wen ich beim jährlichen Retina Rail Rider Snowboard Festival nicht als Begleitung angeben werde. Ach, du Heilige. Hallo. Alter, der hat einen Wumpe auf dem Rücken gehabt. Oh nein, das sind diese Hasen. Steinblock. Schweine. Und da der Tentakel. In der bösen Rabbit-Höhle. Das bestätigt meine Analyse. Dieses Winterwunderland sieht eher aus wie eine Winterwüste. Nein, halt, stopp. Von uns in den Bergen ist ein Finsterzeit-Tentakel. Vermutlich der Auslöser dieses unglückbringenden Schneesturms. Eisbärschwimmen! Eisbärschwimmen, wo ist der See? Rühr dich nicht vom Fleck, Rabbit Luigi. Also, es muss hier irgendwo einen Wächter geben, so wie Augie auf Strahlestrand, aber bisher ist keiner in Sicht. Dafür kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich in diesem Baum eine Lebensform befindet und es ist keine Finsterzeit-Kreatur. Alter, das ist doch ein Spark. Ja. Wir sollten auf jeden Fall schon viel schütteln und so. Wir sollten trotzdem mal nachsehen. Vielleicht weiß sie ja, wo wir einst diese Outdoor-Saunafässer finden können, von denen ich gehört habe. Bin ich gespannt, ob auf der Karte direkt 80 mitnehmen es schon sind. Ach, da ist schon einer. Ja. Ach, hier sind es keine Sonnen, hier sind es Schneeflocken, die Nebenmissionen. Alter. Was ist denn da oben? Schloss. Na, Schornstein. Gut, wir gucken das mal um. Lernen wir hier endlich graben? Wow. Wir werden ordentlich schütteln. Und das kann man irgendwie zerschlagen wahrscheinlich. Aha. Der kann das also. Hurra, ein Glück, ihr habt mich endlich gefunden. Ich heiße Dezibella. Alter, Dezibella. Schon gut. Geht's. Wir können dich sehr gut hören.
Wir hätten doch schon mal einen Spark mit Ton. Glaube. Ja, stimmt, ja, mit dem Mikrofon da, dieser Kokosnuss. Koko. Ja, egal. Entschuldigung, darf ich mit zu euch kommen? Kann nicht gut kämpfen, aber dafür andere Sachen. Ich habe Schallkräfte, die stark genug sind, um schwierige Gegenstände zu bewegen oder sogar zu zerstören. Auf Strahlestrand haben wir selbst gesehen, wie nützlich die Fähigkeiten von Spark sind. Allerdings... Natürlich. Das geht. Oh, und jetzt habe ich Schallkräfte. Die Brücke, wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften... Entschuldigung, ich rede zu laut. Nochmal. Wenn der jetzt die ganze Zeit so rumschreien würde, ne? Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften zum Runterklappen bringen kann, ist sie unsere Eintrittskarte zum Berggipfel. Die Wellenkraft von Pipo aktiviert oder zerstört Elemente in der Umgebung der Helden, drücke zu der Ansehen zu setzen. Ja, dann sollten wir da erstmal nicht lang gehen, weil das der richtige Weg ist. Hier ist unser Fahrzeug, geht's da hinten noch lang? Ich glaube, hier ist nicht viel. Leider hat die Karte keine Konturen. Oh, wer ist da? Ich glaube, du musst das mal weiter weg machen, kann das sein? Oder Immunitätszauber hast du bekommen. Hm. Geht hier ab? Nee, da oder unten ist schon der erste Gegner. Das hört man nicht, ja. Aber die Gegner sind halt hier offiziell nicht verpflichtend. Ich bin ja trotzdem mal. Man muss halt auch mit den Leveln mitleveln, sonst, wenn man zu vielen aus dem Weg geht, vielleicht bekommt man dann später Probleme. Ja, das wollen wir nicht. Muss nicht sein. Gibt schon genug Probleme. Die geile. Sind das jetzt diese typischen. Ja, guck sie dir mal an, bitte vorher. Quetscher. Die Schleim gut. Nicht gut Tore die Luft und landet mit einem heftigen Stampf auf seinen Gegner. Frage, wie weit der bewegen sich kann und ob der auf die Zukunft, wenn du ihn schlägst. Also wenn es richtig ist, wie man es sieht, dann würde ich sagen, das, was hier gerade so gewellt ist, ist sein Bewegungsradius. Das kann also sein. Ziemlich groß. Naja, 205 Schaden macht der. Wie viel Leben hat der denn selber? Okay, er ist fast tot davon. Er wird auf einmal sehr wahrscheinlich sogar sterben. Könnte er irgendwer noch weiterlaufen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, dann machen wir das so. Na. Okay, der ist tot. Ja klar. Der auch. Kann man machen. Die haben halt Wumms drauf, die können halt... Ich... wehtun. Die können auf jeden Fall nicht einfach hier hochhüpfen, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, das wär's ja noch. Hätte ich denn auch zugetraut, oder so ist nicht. Gut. Was macht der? Warum? Bleib mal schön da. Klingt schon mal alles gut. Dann macht man los. Alter, wie viel hast du? Tada. Wir konnten nichts machen. Einfach zu krass. Noch. Ja, ich weiß, dass es nicht so bleiben wird, aber lass mich doch freuen, solange es so ist. Alter, ein Powerblock. Wer bist du denn? Stopp! Da war doch jemand.
Aber hier ist noch was. Hier auf. Okay, gut. Der Pfad auf dem Baskenberg. Oh, da ist eine Nebenmission. Ist das Fensterseite? Was Furchtbares habe ich noch nie gesehen. Bitte, da nehmt was. Musst du nicht alle reden, auch so ein bisschen. Ach, das sind Nebencharaktere. Ja, und? Alter, ganz viele Augis. Also, nicht Augis, sondern... Verstehst schon. Die Finsterzeit aus Stuhlpunkt Dinger Dungsies. Apfel Dingsies. Aber so ist ein gutes Team. Machen wir. Na dann, let's go. Ist das jetzt... Das ist ja eine Nebenmission. Ich hoffe, oh Gott, sind ja beide fast tot. Du könntest schon mal drei Stück... Wenn du eine Heilerin dabei hast. Ja, das kriegst du easy hin. Hä? Können die angreifen? Ah, ne, unten sind Gegner. Das ist die Frage, schaffst du das mit einmal? Ne, mit einmal definitiv nicht. Ich glaube, diese... Hundeviecher da, die können mehr mittlerweile. Ich glaube, die lernen. Fliegen oder Röhre? Kannst du nochmal zurückgehen? Oh, ich könnte sogar echt alle. Ich könnte sogar echt alles machen, vielleicht. Mit Mario, da kann er. Oh, da hinten ist noch eins, den kann ich nicht. Hat schon geschossen, also müsste ich. Was? Oh! War nicht Feuer gegen die gut und habe ich nicht den Feuergeist? Wer war doch gut gegen euch, oder? Ja. Aber Mario wird gleich sterben, wenn du nicht aufhörst. Ja, das ist wahr. Ich meine, wir hatten Pilze. Das Auge sollte doch nichts können. Nein, die können nichts. Weiß ich, will ich jetzt Spark und normal schießen? Für dich. Ich kann halt versuchen, einen von diesen Viechern hier wenigstens umzubringen. Ja, versuch's. Könnte ich halt Feuer aktivieren. Ja, das Sinnvollste, glaube ich. Und damit könnte ich wahrscheinlich einen töten. Wenn ich halt beide Schüsse auf einen benutze. Ja, los. Hin. Soll ich den da oben nehmen? Ja. Na, reicht nicht. Oh, doch reicht. Das durch das. Sehr gut. Oh, stimmt, ihr seid doch hier. So, das war für Gegner wegrennen. Barriere ist aber auch nicht schlecht. Ja, aber das Doofe ist... Mario. Würde höchstens für sie gelten. Oh, okay, die steht auch ein bisschen. Gut. Zum Schwächer machen gibt's nicht, dann können wir weitermachen.
War ja klar. Okay, die können Wände einfach hoch. Das ist auch gut zu wissen. Oh, Alter. Gleich ist die nächste tot. Also du schaffst es jetzt. Wer kann durch die Röhre? Wenn beide einen treffen, dann hast du... Ja, er muss nur den da hinten erreichen können, der Rest. Ah nein, das sind ja zwei, die noch fehlen. Dann ja, und nee, haben wir. Okay, ich hoffe. Peach steht ja direkt neben dem anderen Teil. Ich hoffe, dass sie das schafft. Oh, das sind noch drei. Du bist doch doof, ey. Ich hab doch gesagt... Hast du nicht gesagt. Hä? Du hast zwei gesagt. Ja, noch zwei, wenn du das weg hast, habe ich gesagt. Das habe ich nicht. Ja, das, dann wird Peach auch sterben. Ja, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Die ist eh fast tot. Ja, toll. Ach man. Du musst durch die Röhre. Pang! Bada boom. Uiuiui. Eieiei, heilen wird irgendwann wirklich zum Luxusgut. Weiß ich, soll ich jetzt schon wieder? Ja, musst du. Aber was ist denn hier? Ist jetzt hier? Ich sehe gar nichts. Hä? Ja, das ist jetzt halt weg. Mehr ist es nicht. Ja, aber da ist ja nicht mal irgendwas. Ja, muss es doch nicht. Das war doch schon öfters so. Ja, da waren nur mal Items oder... Ja, toll. Hast du das schon eingesammelt? Ja, haben wir doch. Geht das denn nicht weg? Nö. Aber vorhin okay. War es noch so ein Vieh mit Beinchen und so, jetzt nicht... Oh, da hinten ist... Hm. Mach, stopp, da sind diese Eisblöcke. Interagier doch mit denen. Hinter dir. Da. Moneten. Wir wissen nie, ob irgendwas drin ist, deswegen sollte man das immer versuchen. Komm, schauen wir mal, was man kaufen kann diesmal. Oh, er hat irgendwas Neues. Da gibt's neue Items. Das hat man eben einmal bekommen, Immunität zu zaubern. Was ist das andere oben rechts? Bewegungsboost. Okay, wir brauchen 11 von den Zeichen. Siehst du, also ist egal, dass ich die Sonnendinger komplett ausgegeben habe. Ja, weil... die sind ausgeben da. Das ist, hat genau gereicht, das passt schon. Die reichen heißt, immer kannst, genau, wenn du das alle heißt, du hast, kannst genau ausrechnen, wie viel es in dieser Welt geben wird. Deutlich mehr, wie es ausschaut. Weil man bei Raum nochmal braucht man 7 für den Schlüssel, jetzt hat man 4 mehr, glaube ich. 22, war es nicht in anderen 24? Ich habe keine Ahnung. 23. Mehr. Ist anscheinend relativ gleich viel, aber mal gucken, wie sich der Rest so aufbaut. Er ist schon 16. Alle rote Münzen. Und eine Mission. Überall Quetscher, ich der Tower. Tower, genau. Ich traue mich nicht mal mit den Füßen aufzutreten, damit mir warm wird. Aber wenn wir wenigstens 3 Quetscher erledigen würdest, dann könnte ich mir vielleicht einen veganen Chai-Kakao holen. Das, was wir jetzt schon angesprochen haben. Ja, toll. Münzen. Also, ja, besser jetzt als nochmal viel später. Oh, vielleicht ist in dem Ding was drin gewesen. Hm. Die eine. Niemals übersehen. Okay. Knapp. Münzen.
Ja, das war halt auch ein mega schlechter Weg. Die Kamera ist halt auch echt nicht schön. Und fail. Ja, wo ist denn jetzt schon wieder die letzte gewesen? Also ja, eine Orientierung und du sind keine Freunde. Ja, das fällt dir jetzt erst auf. Nee, aber man muss das immer wieder anmerken. Wir haben noch neue Zuschauer. Grüße euch. Knapp. Aber geschafft. Jo. Dass da dann auch einfach nur Münzen rauskommen, ne? Tja. Manchmal. Okay, wahrscheinlich wird es dann später nicht mehr ganz so kalt, wenn wir das geschafft haben. Oh, dann lassen wir. Dann können wir hier angeln. Ich will zum Eissee. Oh, ein. Oh, das könnte wieder was mit diesen Fischen zu tun haben. Als ob hier nichts ist. Da ist doch noch ein Dings. Ja. Müssen die trotzdem aber kaputt machen. Es kann immer sein, dass. Geheimnis Geld wollen wir auch haben. Geld. Brauchen wir für die ganzen Pilze und so. Oh, da kommen wir von der anderen Seite hin. Und der eine Typ da, der wird auch erst was machen, wenn es hier wieder. Habe ich eben gerade gesagt. Aber du hast nicht angeln gesagt. Du doch, hast... Eisangeln. Eisangeln? Ich weiß ja nicht. Fischweitwurf. Ja, es ist fast dasselbe. Was ist das denn? Eine Röhre, wo wir nicht durch dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir dann. Kannst du da unten lang? Da durch? Stopp. Mit Sicherheit ja, das nicht. Ist auch... ja. Wahrscheinlich, wenn es alles weg ist. Hm. Ja, wir müssen jetzt nach hier vorne gehen. Bist du dir sicher? Bin ich mir, ja. Okay. Wir gucken einfach. Hm. Jetzt ist er ja wieder da. Das war keine Tiger Spark ist. Die sehen alle aus wie Wario. Geht's nur da lang oder? Ich glaube hier ist kannst kaputt. Runter? Kannst du runter? Nee. Und da kann man nur, wenn da so Zeichen sind wahrscheinlich. Jetzt ist aber sehr linear, da war die erste Welt besser. Ja, das wird hier auch noch wahrscheinlich ein bisschen offener werden. Ist das eine Abkürzung da unten? Nimm die Treppe, nimm die Leiter zurück. Ja, machen wir. Ja, da vorne ist auch mal gleich hin. Du gehst zu weit zurück. Oh. Ja, Abkürzung. Ja doch, hier waren wir schon. Das ist dahinter gewesen. Gut. Hoppala. Renn. Gut, das machen wir noch ein Part, würde ich sagen. Ja. Frost im Nacken. Im Nacken habe ich gelesen. Wird auch passen. Am Hacken. Im Nacken, am Hacken, ist egal wo. Es ist kalt. Oha. Oh, da gibt es neue Gegnertypen. Müssen wir uns sofort angucken. Claudius, es ist wahrscheinlich ein Eis-Claudius. Frost-Claudius, sage ich. Nein. Alter, und Spark. Ja, bist du Glitter oder bist du Eis? Aktoriot. Aktiorit. Bitte gewinnt diese Schlacht, ihr Helden seid mein einziger Weg hier raus. Frostkeulen. Okay, gut. Gar nichts davon. Aber Frost, ich hatte mehr Recht als du. Bringt euch mit ihren Eisbombentechnik ein. Und zwar an Ort und Stelle. Wenn ihr sie besiegt, verschwinden sie mit einer Frostexplosion. Das ist ziemlich aussichtslos für euch. Versucht einfach so schnell wie möglich hier ans Ende des Schlachtfelds zu gelangen. Oh oh. Den wollen wir dann mal mitnehmen. Die dürfen mal wieder entscheiden. Weiß ich nicht, wer kann denn mit am weitesten. Mit den Sprungen und so, damit wir da schnell hinkommen. Also, weit kann auf jeden Fall mit Peach. Luigi kann gut schießen, auch auf die Ferne.
Und der kann einen guten Kettenangriff machen. Machen wir einfach so. Mal gucken, ob das Team sich bewährt. Aber mir gefällt es, dass wir ein bisschen durchwechseln und kein festes Team haben. Das bietet sich hier auch mehr an. Ja. Mal gucken, wenn Bowser und Rosalina und so noch dazukommen, was dann abgeht. Ich frag mich halt auch, ob das dann wirklich alle sind oder ob es noch Charaktere gibt, die wir nicht kennen. Auf jeden Fall mit DLCs werden da welche kommen, aber ansonsten okay, mal gucken. Ja, wahrscheinlich auch noch so, hoffe ich. Ach, das war auch wieder nicht so schlau. Hä, kannst du jetzt nicht theoretisch direkt bis zur nächsten Röhre kommen? Mit Sprung? Bestimmt. Du kannst ja da links drüber hüpfen, über diese Mini-Dinger. Du kannst doch... du kannst doch ausprobieren. Aber ja. Verschaut! Ja. Wo musst du überhaupt hin? Ja, ich glaube, das ist auch relativ linear hier. Dich würde ich, glaube ich, gerne auf den Ice Claudius werfen. Aber der rennt dann ja. Ich würde noch ein bisschen zurücklaufen, glaube ich. Er weiß ja nicht, dass wir das waren. Der macht da nichts. Ja, trotzdem. Der kommt gleich. Verstecken wir uns mal hier gekonnt. Und machen den, glaube ich, kaputt. Willst du nicht kurz warten und die anderen gucken, wie weit die noch kommen? Kannst du immer noch machen. Weil, wenn du durch die Röhre gehst, ja, auf jeden Fall. Guck doch erstmal, ob du kannst da hingehen. Du kannst ja wieder zurücklaufen, notfalls. Ah, nee, wenn du drüber hüpfst, kommst du nicht ganz hin. Schade. Ja gut, dann versuch einen rüber zu bringen, noch zusätzlich mit Sprung. Luigi, zeig, was du kannst. Oha. Hätte ich nicht erwartet. Ach stimmt, wir haben jetzt auch bei jedem... Was haben wir verbessert? Regeneration nach dem Kampf, stimmt. Mal mehr Leben. Ja, das hat man schon gemerkt. Ja, geht er rechts neben dem Block, oder? Oder willst du dich da auch einstellen, wo sie ist? Wie weit kannst du laufen? Wahrscheinlich nicht so weit. Oh. Ja, das ist ein Angriffsradius. Nein, du bist gerade im falschen Modus, wo du das siehst, glaube ich. Oder? Nee, eigentlich nee. Ja gut, aber die Warte, warum sehe ich es gar nicht? Hä? Die Bombe wird dich halt auch treffen, wenn du da nichts machst. Die Bombe macht Bumm, oder? Das ist ein Problem. Ja, ich glaube, ich mache mit Luigi. Das klingt gut. Und vergiss Rabbit Luigi nicht, der kann nur laufen. Nee, kann er nicht, weil ich geschossen habe am Anfang. Das war ein bisschen doof. Ach, du hast... Oh. Ja, gut. Mir wäre es danach aufgefallen. So, zack. Komm her. Ach, die werden dann nicht aggro. Okay. Interessant. Aber die Nerven mit Frost. Wie gesagt, du bist dann fest. Ja. Wird schon werden. Gut. Wir müssen das bei Lucia mal erhöhen, dass er zweimal das machen darf. Ja, wenn das geht, auf jeden Fall. Ach, mit Sicherheit. Luigi, kommst du? Ja, der wird eh nicht mehr hinterherkommen. Unterschätzt ihn nicht. Der kann ja die anderen unter Ritsch ablenken, aber das passt so. Ja, da kannst du drüber springen, jedenfalls so nach rechts. Geradeaus würde ich nicht machen, aber so rechts rüber. Ach komm, nicht geradeaus, es muss... Ah, es ist halt sehr... Nee, niemals. Nee. Rechts ist easy, aber nicht so. Und die Röhre können wir. Frage ist, mit wem wollen wir das? Nee, Luigi sollte springen, weil sie kann weiterlaufen. Oh. Okay. Über mit Peach kann das eine Feeder bestimmt anschießen, machen wir so. Ich hoffe, dass sie es kann.
Ja, kann sein. Laufen. Weiß, ich wollte nur gucken. Könnte ich jetzt vielleicht treffen. Das ist schön. Hören sich die Bob-Bombs schon immer so an? Ich glaube schon, ja. Oha. Frostbeule. Was? Was? Ja, sie wird eventuell sterben. Luigi, du allein musst es schaffen. Ja, Luigi macht das schon. Kannst die schwächen noch. Beide kannst du, glaube ich, schwächen, oder? Ja. Kann ich. Ich weiß nicht, was ich, wie ich das finden soll, dass hier diese die typischen Gegner hier so Löwenkatzenartige Sachen sind. Und warum? Gibt es noch irgendeine Erklärung dann später? Weiß ich nicht. Stirbt ja eh nicht. Ich seh dich. Können den umbringen? Ja, warum nicht? Nee, können wir doch nicht. Das mit Crit nicht. Egal. Als ob es so ein Crit war. Luigi. Trotzdem. Luigi. Oh nein, der wird doch Luigi gleich frostbeulen. Oh nein. Du kannst da noch drum rumlaufen. Na ja, gut. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Die Bomben kommen da gleich durch die Röhre. Ich glaube nicht weit genug. Hast du Eisenblick? Wieder? Noch? Nee. Nein, schade. Ja, ist überhaupt irgendwer in Reichweite? Nee. Wenn ich Luigi beschützen will, dann nicht. Also, nächster Zug. Oh shit. Das war knapp. Das heißt, im nächsten Zug kann ich den anderen Typen ordentlich einheizen mit ein paar Bomben. Ja, so ist er immer ein Abgel... Oh no! Jetzt kann sich keiner mehr bewegen. Wir müssen erst Leute umbringen. Wie, wann geht das weg? Einfach nach einer Runde oder was? Würde ich schätzen. Heil dich bitte. Dann kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Achso. Hm. Warum sollten die ja, trotzdem gut. Noch nicht zu mir kommen, oder? Ja, ich weiß es nicht.
Eben, die war schon sehr nah bei dir dran. Aber du musst... Scheiße. Oh, das hätte ich benutzen können. Tja. Mach mal den Powerblock, reicht der? Dann triffst du den da drüben. Mit ihr kannst du den Powerblock machen. Komm, dann stoppt der. Warte mal, mit ihr kann ich sogar wieder laufen. Ja, natürlich, das dauert doch nur eine Runde. Ja, aber der hat mich auch nochmal angegriffen. Was, wie viel stirbt der beim Powerblock? Das ist halt ungewiss, ob der stirbt. Oh. Oh nein, das musst du aufpassen. Oh nein, aber Luigi ist eh da gefangen, es ist eh egal. Macht der Powerblock nicht mehr? Warum versuchst du, warum kommst du nochmal? Warum denn den Powerblock? Ich will den nicht. Ja, weil der dann vielleicht stirbt und so nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, Luigi ist eh tot, aber du willst Luigi angreifen. Wie, Luigi ist eh tot? Wenn du ihn tötest, ist Luigi nicht tot. Na, denke ich schon. Na gut, musst du wissen. Aber die Bomben da oben müssen halt auch weg, das ist halt die Sache. Ja, dann macht die Bomben weg und dann ist halt Luigi tot. Dann ist okay und dann schafft sie es halt, aber... Ich mit ihm selber einen Powerblock werfen, aber... Ich werde halt auch nicht, ich glaube, ich kann nicht auf mich selber werfen. Das macht ja immer ein bisschen entfernt. Ja, du kannst doch gucken. Nee, wenn, wenn ich ihn raussauge, dann habe ich ihn rausgeholt. Ja. Ist ja egal jetzt. Ich schaff's ja so oder so. Das wollte ich nicht. Na egal. Was? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, da ist ja noch einer. Oh no. Oh, was passiert hier denn? Ja, der kriegt dich nicht. Er ist eben auch weitergelaufen als erwartet. Stell dich unten gegen den Block, würde ich sagen. Ja. Das ist auch gut. Gilt das nur für die nächste Runde oder allgemein? Oh, warte mal. Darf ich das nochmal lesen, bitte? Da steht noch irgendwas mit Super-Effekte. Ich sag jetzt, es geht auch gegen Super-Effekte, so. Warum stellst du dich denn... Darum, damit ich näher dran bin. Ich glaube, das geht auch gegen Super-Effekte. Du brauchst eh zwei Runden, um dahin zu laufen. Ja. Das macht jetzt keinen Unterschied. Jetzt hab ich gedacht, das wäre ja nur eine easy Mission. Jetzt sind wir schon wieder auf gleich über 40. Ja. Oh mein Gott, ey. Tja. Dass es auch nur diese Viecher sind, ne? Na, fast. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob wir was schaffen, weil... Kannst Heilung machen und einen Pilz einsetzen? Dann ist sie wieder voll wahrscheinlich. Befreit dich aber nicht, okay.
Hier, ich wollte einen Pilz einsetzen und dich heilen. Und im nächsten Zug danach kannst du das mit der Immunität machen, weil jetzt kann er dich eh nicht nochmal vereisen. Heilsame Energie, komm sofort. Aber angreifen kannst du ja trotzdem noch. Als ob der jetzt noch 2 Leben hat oder so. Uiuiui. Okay, es hat nicht. Sehr gut. Aber du stirbst ja, wenn er dich jetzt kriegt. Oh, Scheiße. Tu ich? Ja. Frage ist, kriegt er mich? Konnte ganz knapp nicht reichen. Ja, so sollte er mich nicht kriegen. Obwohl, er kann ja sein anderes Dings machen. Ist egal, mach jetzt. Wenn er nur einmal angreift, dann macht's nicht. Aber wenn er so 2-mal reinhaut, dann ist es halt so. Soll ich ihn angreifen? Nein. Warum nicht? Warum doch? Weil Schaden macht. Du wirst ihn nicht töten, deswegen. Oh, wir sind wieder. Achso, die sind wir nicht. Renn doch bitte. Ja, Herrgott, nochmal. Ey, das war nicht schön. Allendlich. Stufenaufstieg. Uiuiuiui. Gut. Dann würde ich sagen, das war's auch wieder mit dieser Folge. Und wir hoffen, euch hat die gefallen. Und ich schalte in der nächsten Folge von Let's Play Mario & Rabbids Sparks of Hope. Oh, neuer Spark übrigens, ja. wieder ein. Ich glaube, wir werden jetzt aufs genau ein paar Sachen verteilen, die stärken. Aber ihr solltet den nächsten Part nicht verpassen. Und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.